Ja, hallo ihr Lieben. Wie schon angekündigt, werden wir jetzt immer mal euch was Tolles vorstellen. Wir sind jetzt im Thema Genuss und wie ihr schon sehen könnt hier auf meinem schönen Brettchen, ja, wir haben jetzt die Kräuter gesammelt, die Wildkräuter gesammelt. Wir sind heute bei Kräuterheidi in Ferch. Hallo Heidi. Hallo. Ja, wir haben jetzt ganz tolle Sachen gesammelt und überlegen uns gerade ganz optimistisch, ein leckeres Kräuterpesto zu machen. Und wie ihr seht, es sind auch ein paar Blümchen dabei. Und ja, lasst uns das mal gleich ein bisschen durchgehen. Heidi, alles weiß ich nicht. Also ich sag's dir schon mal gleich, alles weiß ich nicht. Also das ist natürlich klar. Hier haben wir die tausend Schönchen, die Schnuffis, die hier so schön rot vor sich hin blühen, ganz toll. Wir haben Giersch? Nee. Nicht Giersch? Nee, falsch? Das ist Mädelsüß. Mädelsüß. Oh, Mädelsüß? Da hätte ich jetzt was Falsches gesagt. Super. Daneben ist der... Warte, den erkenne ich, weil der hat so schöne, lustige Blätter. Das ist Gundermann. Richtig, und daneben ist es, die so schön balsamisch riecht. Das weiß ich nicht. Schafgarbe. Oh, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Okay. Und dann dein wilder Majoran neben dem Tausendschönchen, genau. Ja, das ist wilder Schaf. Majoran hier. Dann haben wir... Sauerampfer, sagt mir was. Das sieht aus wie Sauerampfer. Ist es nicht. Oh. Spitzwegerich. Da hast du so diese Adern. Ach so, aber wenn noch... Ah, verkehrt rum hätte ich gesehen, dass er nicht rot ist. Ich weiß. Ja. Total gemein von mir. Okay, Löwenzahn, aber das ist doch wohl richtig. Ja. Löwenzahn, ja. Nächstes Mal packen wir die Blüte dazu. So, hier haben wir jetzt aber Giersch. Das ist nämlich Heidis Lieblingsunkraut, ja. Hier. Muss unbedingt mit rein. Genau. Dann haben wir die Pimpinelle. Die hat so ähnliches, auch aber ein bisschen doller gezackter als der Gundermann und hat auch nicht so schöne Blüten. Das ist Kerbel. Ja. Richtig geraten. Ja, sieht so ein bisschen aus wie ein kleines Möhrchen. Aber auch da, Heidi, sagtest du ja, man muss so ein bisschen aufpassen. Man kann sich da auch mal vertun. Auf was würdest du jetzt sagen, muss ich achten? Ja, du musst auf alle Fälle darauf achten. Ich sag mal immer wie beim Pilze sammeln, dass man geht nur an Kräuter ran, die man wirklich erkennt. Und manche denken immer, oh, da wächst eine Petersilie und dann ist es nachher doch der Schierling oder so. Also schaut genau hin, was ihr sammelt. Und jetzt so bei dem Kerbel selber, der riecht nach Anis, der hat diesen grünen Stiel. Also ich sag mal, da ist nichts Geflecktes, nichts Behaartes dabei. Eine ganz tolle Pflanze und gerade jetzt so zu der Zeit, also hat sehr viel Eigenschaften wie Möhre und Petersilie und ein tolles Kraut, weil es halt so lecker nach Anis schmeckt. Auch nicht jedermanns Sache. Na, okay. Also man darf, wenn man jetzt so ein Kräuterpesto macht, Anis ist ja doch ein sehr dominanter, ein dominantes Aroma, wenn wir es mal so formulieren, da würde man dann doch mal ein bisschen weniger sparsam. Genau. Hast du aber in der grünen Soße drin ganz oft und in der Kerbelsuppe auch ganz lecker. Mhm. Was ist das hier? Das ist ein Günsel. Mhm. Den finde ich auch total klasse. Weil das ist so ein Bodendecker, auch eine alte Heilpflanze, die immer im Garten wächst und alle haben den da und wissen gar nicht, was es ist. Ja, den sieht man eigentlich auch oft, also zum Beispiel im Babelsberger Park oder so, sieht man den ganz viel auf der Wiese. Mhm. Und der hat eben auch schon zwar so eine lilanen Blüten wie der Gundermann, aber man sieht an den Blättchen Welten dazwischen. Ja, keine kleinen Einbuchtungen, glatte Blättchen. Super. Das kenne ich nicht. Die Knoblauchsrauke. Cool. Knoblauch ist immer gut. Die ist wunderbar. Ja. Die sieht aber auch ganz, ganz unterschiedlich aus. Wenn wir das sammeln, dann kannst du von dem Blatt eigentlich nicht ausgehen, weil oben an der Spitze, wenn dann die Blüte wieder ist, da sieht das Blatt schon wieder ganz anders aus. Ah, okay. Also man muss das irgendwie doch schon mal ein bisschen erarbeiten. Ah, okay. Gut. Gut. Aber ihr wisst, Knoblauch, ja, macht einsam. Vor allen Dingen, wenn man in einem Doppelzimmer arbeitet. Also dann eher am Wochenende, aber lecker. Da hätte ich ja gedacht, das ist so ein wilder Majoran. Ist auch, genau, richtig. Ist das dasselbe? Dasselbe. Ach, dasselbe. Na, siehst du, ihr wolltet mich jetzt bloß aufs Glatteis führen. Okay, hat gut. Geklappt. Ja, Flieder, kennt ihr Flieder? Alles da? Das ist
Ja, das ist auch eine schöne Pflanze. Die hat immer oben so Wassertropfen drauf. Haben auch viele im Garten und Ach wissen gar so. nicht, dass man das auch essen kann. Das ist der Frauenmantel. Der Frauenmantel, würde ich jetzt auch fast sagen, aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das eine essbare Pflanze ist. Kann man auch essen. Wie gesagt, immer Okay, in super. Maßen. Ja, Also nicht viel, ein okay. bisschen. Gut. So, damit haben wir alle Pflanzen jetzt gedeutet, die wir hier drin haben und können loslegen. Dazu stürze ich mich mal hier auf mein schönes grünes Brettchen und fange an, alles klein zu machen. Aber nein, stimmt nicht. Wir bereiten ja noch ein bisschen vor. Wir haben einen Mörser, Ich mache das. Pfeffer, Parmesan, Öl. Wir nehmen mal ersatzweise noch ein bisschen Knoblauch, falls es nicht reicht. Spritzer Zitrone, Salz. Nüsse, ja, also ich bin bei Walnüssen raus. Bei mir wäre jetzt Pinien, Sonnenblumenkerne. Sonnenblumenkerne, Mandeln, also eben nicht Walnüsse und nicht Haselnüsse. Für mich, aber es schmeckt natürlich für andere lecker, kein Problem. Zucker, eine Prise und das andere da Pfeffer, nicht. eine Prise Pfeffer hast du schon Pfeffer hatte ich gesagt. schon gesagt, genau. Dann denke ich mal, haben wir alles zusammen. So, wenn ihr euch das schon mal vorher drapiert habt, dann können wir loslegen. Dazu nehmen wir jetzt nicht mehr das kleine Mutti-Messer, wir nehmen das richtige, um es mal schön klein zu machen. Natürlich geht auch ein Wiegebeil oder wie das Ding heißt. Messer, Wiegemesser heißt es. Also was man Jetzt zu war ich mich Hause schon so hat, reingesteigert natürlich. mit dem schönen Messer. Okay, genau, das, was man zu Hause hat, um es einfach schön klein zu machen. So. Sag mir mal, Heidi, wie viel soll ich denn hiervon nehmen? Also wir machen jetzt ja bloß einen Mörser voll. Also nehmen wir die Stiele ein bisschen weg. Die brauchen wir jetzt fürs Pesto Dann nehme nicht. Die ich mal sind jetzt ein nochmal die bisschen groß. kleinen, so, Die ja. machen wir dann in die Limonade rein. Okay. Dann können wir die Blätter schön Alle? klatschen. Nimm mal ruhig alles. Ja, Giersch ist super. Gut, Das ist dann. eine super Basis, weil es schmeckt so schön nach Petersilie und Okay, dann Rose. nehmen wir das mal weg. So, und von dem Löwenzahn alle drei Blätter? Ja, bitte. Super, okay. Dann nehmen wir, gucken wir mal, was haben wir denn noch, was nehmen wir denn von hier? Auf alle Fälle von dem Spitzwegerich das Blatt. Spitzwegerich, wartet Schafgarbe ist auch gut. das? Schafgarbe, warte, Spitzwegerich. Spitzwegerich, was du vorhin dachtest, ist Sauerampfer. Ah, okay, ja, jetzt, ja, dann kommen wir der Sache Dann näher. die Knoblauchstauke. Natürlich, aber dann nehmen wir alle. Die Pimpinelle. Das bist du hier. Leg die mal beiseite, sagt das, weil den Stiel musst du dann noch abziehen. Also die Blätter von den Stielen abziehen, bei der Pimpinelle und bei der Schafgarbe. Nicht, dass du die Stiele im Pesto mit Hier reinmachst. beide? Genau. Einfach auf dem Haufen so raufziehen. Immer Okay. entgegengesetzt Das, vom. ah, das merkt man jetzt, dass das nicht funktioniert hat. Warte, das funktioniert auch nicht so richtig. Ich arbeite dran. Ah, ein paar Sachen gehen irgendwie. Ja, muss man mit Gefühl, Leute. Mit Gefühl müsst ihr das machen. Ja, die Kräuter streicheln. Okay, genau. Die Kräuter streicheln. Und das machen wir bei der Pimpinelle jetzt auch so ein zart. Entgegen dem Mach, ist doch, Strich. nicht? Ja, okay. So, ist doch richtig rum. Perfekt. So, aber Leute, man muss trotzdem, ihr wisst, die sind ein paar Zarties hier. Was soll ich euch sagen? So. Und dann hast du noch den wilden Majoran. Der kann da noch mit rein. Der wilde Auch wieder so Maja. runterziehen. Auch wieder so runterziehen. Okay. Ja. Ne? Oder zupf einfach ab. Ich glaube, das Das ist besser. ist auch Ja, schön. also vielleicht bin ich doch da ein bisschen rabiat. So, Leute, sieht jetzt schon ein bisschen fertig aus, der Ach, Junge. findest Ja, den kann man jetzt sozusagen zur Seite packen. Dann nimm mal noch den Gundermann. Der Gundermann, ihr wisst, das ist das mit dem schönen, mit den süßen kleinen Blättchen hier, ja, die kleinen süßen, ja. Auch abzupfen? Ja. Mit der Blüte? Die kannst du ja extra lassen, so als Deko dann. Da Ah, kommt nachher als okay, die kommt essbare Deko auf. dann lassen wir noch ein bisschen was dran. So, huch, jetzt Nochmal ist der kleine oder? Scheiße reingefallen, warte. So, jetzt haben wir's. Was haben wir noch hier drin? Pimpinelle hast du? Ach, den Kerbel. Hallo, der Der Kerbel muss noch Kerbel rein. muss rein. So, da Da machen wir kannst du nur. alles, du kannst jetzt so den, ist ja nicht viel. Das ist so ein bisschen. Kommt Zu jetzt viel hier. machen wir nicht. Gut. So, und wir wollten das Frauenmantel noch probieren, oder? Da würde ich ein Blatt nehmen, weil du musst es mörsern. Dann nehmen wir nur eins. So, und dann machen Klein wir noch schneiden. Dings wieder ab. So, haben wir. Die Blümchen nehmen wir für später. Flieder Genau. und so weiter. So, jetzt alles schön, ihr wisst schon, kompakt zusammenknautschen.
damit man dann, damit sich das besser schneidet, sozusagen. Genau, und die Fingernägel weg, also mit gerade machen. Ja, ja, ich will es, wie ich meine, so. Ja, jetzt wäre man, wäre schön, wenn man so einen Chefkoch hätte, der das hier runter zieht, wie nichts Gutes. Ja, jetzt habe ich natürlich nicht so, ihr wisst schon, der kann das natürlich, bei dem sieht das aus, als wäre das so sein, naja, ist ja auch sein Job, was soll man sagen. So. Perfekt. Jetzt haben wir es schon einmal, jetzt machen wir es nochmal in die andere Richtung, man weiß ja nicht. Und je weniger oder je besser wir das hier schon ein bisschen vorgepiepelt haben, umso weniger muss ich nachher mörsern, denke ich mal. Genau. Oder man hat eine Maschine und macht das zu Hause mit der Maschine. Okay. Aber das ist ja kein Spaß. Wir wollen ja auch Spaß haben. Genau. So, jetzt Mörser. In den Mörser. Alles rein. Und dann kannst du ein bisschen schon mal. Ein bisschen Öl? Mhm. Noch ein bisschen? Ja. So? Ein bisschen mehr, ja. Ein bisschen mehr ist schön. Ein bisschen, ja. Noch ein bisschen? Ich bin. Lass einfach stehen. Und, mit bisschen ist immer niedlich, ja. Ein bisschen ist so ein dehnbarer Begriff. Okay. Pfeffer? Kannst du auch schon reinmachen. Eine Prise Salz, aber mach erstmal klein. Ich mache erstmal klein. Gut, also wir haben jetzt erstmal nur Öl drin, ihr Lieben. Wir sind dabei, das jetzt mal schön zu matschen mit dem Mörser. In der Zwischenzeit, Heidi, erzähl doch mal, wie bist du denn dazu gekommen, Kräuterpädagogin zu werden? Oh, ich habe einfach, also ich verarbeite Garten- und Wildkräuter und habe eigentlich was gesucht, wo man mehr über Wildkräuter erfährt. Mhm. Und damals gab es in Potsdam, Brandenburg, Berlin nicht wirklich eine Schule oder so, wo man was lernen konnte. Darüber. Mhm. Und ja, dann habe ich halt die Gundermann-Schule entdeckt. Cool. Und die haben Kräuterpädagogen qualifiziert, das fand ich toll. Und die habe ich dann auch erreichen können. Die sind dann nach Teltow gekommen und haben cool. Einmal jährlich dann mal so die Kräuterpädagogen qualifiziert. Cool. Das war eine tolle Sache. Und ja, damit, da beschäftigen wir uns halt mit den Unkräutern, die vor der Haustür wachsen. Also mit der Ethnobotanik. Und das Feld ist so umfangreich. Du kannst im Prinzip alles machen. Wir haben, wir sind auf Botaniksuche gegangen, haben die ganzen Pflanzenfamilien bestimmt, haben Herbarium erstellt und haben einen Präsentationstisch aufgebaut. Und man hat sich wirklich ein Jahr intensiv mit den Wildkräutern beschäftigt. Also das war die Schule. Und dann habe ich natürlich auch so nebenbei viel ja, dazugelernt. Ich habe mal kurz gelernt. Oh, pardon. Schwächeanfall. Schwächeanfall, genau. Also meine Motivation, ich, als ich da halt in der Gastronomie gearbeitet habe, Koch gelernt habe, dass ich halt auch gerne die Sachen verarbeite. Ja. Und dann findet sich das nachher alles. Und dann war die familiäre Situation auch so, dass ich halt zu Hause arbeiten wollte. Ja, schön. Ja, und so hat sich der Kreis geschlossen. Ah, okay. Sag mal, wenn ich jetzt so ein bisschen, habe ich das jetzt alles vermengt? Können wir jetzt schon ein bisschen was reinmachen noch? Du kannst gerne Salz, Zucker, Pfeffer, aber nur eine Prise vom. Eine Prise immer. Mach am besten mit dem Schüppchen. Sorry. Ne? Mach's auf die Handfläche, damit du siehst. Ah, okay. So. Und dann kannst du auch gerne, wenn du möchtest, Knoblauch reinmachen noch. Warte mal. Salz. Moment, ich muss das mal hier so ein bisschen ins Dings. Das ist jetzt Salz. Da ist schon ein Schüppchen drin. Genau. Dann nehmen wir doch mal das Schüppchen. Das ist super. Hoch. So? Ja, also mach auf die Handfläche, dann siehst du das. Genau, es reicht schon. Ah, okay. Gut. Ich mache immer mehr Salz rein, weil ich die auch konserviere, die ja. Pestos. Und das sind ja für mich dann Konzentrate. Okay. Dann ein bisschen Zucker. Bisschen Zucker. Moment, machen wir jetzt auch auf der Handfläche. Hier ist schon so ein kleines. So, ja, super. Ja, ihr seht es, nicht viel. Und dann haben wir einen Spritzer Zitrone, einen Spritzer. Das ist nicht. Das ist Öl, müssen wir erst machen. Moment, Spritzer Zitrone. Ich nehme mal eine Kettensägenmassaker hier. So, Moment. So, das machen wir jetzt mal so. Nur einen Spritzer, genau. Perfekt. Spritzer ist gut, so. Ja, sag halt. Ah ja, reicht. Nüsse wollen wir ja nicht, Walnüsse, Allergie. Ja. Dann nehmen wir anstelle, dann nehmen wir Pinienkerne oder Sonnenblumenkerne oder gar keine Nüsse. Dann machst du ein bisschen Parmesan dazu. Und dann müsstet eigentlich schon vom Geschmack. So? Jo. Man kann immer von allem mehr oder weniger. Aber Knofi ist doch wichtig.
Also, wenn, dann muss er doch ein bisschen, muss er doch knallen, oder? Sonst hat man doch ja keine Freude. Eine halbe? Echt? Na gut. Ich muss dann noch, wir müssen ja noch arbeiten. Schweren Herzens, dann geht's natürlich. Schweren Herzens nur eine halbe. Aber Leute, ihr wisst, wenn ihr das, also zum Beispiel freitags oder sonnabends bietet sich das an. Ja, Sonntagsessen ist schon fies, wenn man nächsten Tag zur Arbeit muss. Und man hat keine Einzelhaft, man muss sozusagen mit Kollegen in einem Büro sitzen, dann ist es schon echt gemein. Aber für den Fall das nicht, dann kann man das natürlich sehr gut nutzen. So. Machen wir mal hier noch den Jungen rein und dann wird das wohl ganz lecker werden, hoffe ich. So. Genau. Dann wieder schön zerkleinern, ein bisschen Öl wahrscheinlich rein und dann kannst du es abschmecken. Ein bisschen Öl brauchen wir tatsächlich nochmal. Ich finde auch Öl kann man nicht zu viel reinmachen. Ja, das macht auch so ein bisschen, finde ich, wenn man so ein Pesto benutzt und dann, also ich mache das und dann verbrauche ich es nicht gleich. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel ein fertiges Pesto aus dem Supermarkt holt, dann mache ich oben immer noch mal ein bisschen drauf, damit das schön abdeckt und einfach noch länger hält. Mhm. Also Öl kann man, glaube ich, immer ganz gut nutzen. So. Wie lange bist du jetzt schon hier, Heidi, in Ferch? Also hier in Ferch sind wir jetzt ca. 5 Jahre. Ah, okay. Also noch gar nicht so lange. Mhm. Hier wohnen wir jetzt auch. Mhm. Vorher haben wir die Kräuterwerkstatt eher in Starnsdorf gehabt und genau. In Potsdam gewohnt. Aha, okay. Ja, und jetzt sind wir halt hier wohnhaft. Und inzwischen hat sich's auch rumgesprochen, dass also es kommen ja doch viele her, um wissen, man kann hier bei dir Pflanzen kaufen. Was kann man noch alles kaufen? Erzähl mal. Ganzen Hofladen leer kaufen. Ja, aber genau. Wir sind ein anderer Hofladen. Also wir haben jetzt hier keinen Käse oder so, keine Milch, kein Gemüse da. Genau. Sondern wir haben einfach Kräuter und Produkte, die ich verarbeite. Mhm. Pestos. Ja. Stoffstriche, Liköre. Aber natürlich gibt es auch Seifen, ganz viele Bücher. Ja, Kräuterbücher, genau. Tees. Was habe ich noch da? Also eigentlich das, wozu ich, worauf ich Bock habe. Milch, saulecker. Genau. Ich muss mich noch kurz umdrehen. Ja, einfach stöbern kommen. Irgendwas Lustiges ist bestimmt dabei. Super. Und es dreht sich aber meistens immer um Kräuter. Ja. Das Thema Kräuter. Garten genau. Und Wildkräuter. Ja, also man kann hier auch total coole Workshops besuchen. Schaut einfach mal auf die Website. Am Ende unseres Films geben wir immer noch mal alle Websites bekannt. Es wäre super, wenn ihr euch die dann nochmal anguckt und dann könnt ihr euch hier wirklich ausprobieren. Hier gibt es Mädelsnachmittage und. Also macht richtig Spaß. Ich habe auch schon mal einen besucht, sonst wäre ich hier nicht gelandet. Und das ist ja was Schönes durch diese Mundpropaganda. Ja, genau. Läuft dadurch, läuft das ganz gut. Ja, guck mal, Heidi, jetzt sieht es doch schon mal. Das sieht fantastisch aus. Suppi. Wenn es ja? Jetzt noch schmeckt, muss ich dir nur einen Löffel besorgen. Aber den das wird jetzt gleich, denke ich mal, lecker schmecken. Lecker. Mmh. Lecker. Oh, lecker. Lecker. Mmh. Und das ist nicht mal gespielt, das ist wirklich lecker. Das ist wirklich lecker. Super. Ja, also Leute, mit wenig Aufwand, wirklich leckeres Pesto. Und Heidi, man kann es nicht nur für Pasta nehmen. Sag mal, man kann damit viel mehr machen. Ja, in die Butter rein, in den Quark mit rein. Auf Steak mit drauf, auf den gegrillten Tofu mit drauf. Ihr könnt das eigentlich nehmen, wozu ihr Bock habt. Oder natürlich jetzt Spargelzeit. Ja. Ist auch total lecker. Genau. Ein bisschen von dem Pesto drüber. Super. Und damit bietet mir Heidi natürlich einen super Übergang. Unser nächstes Genussmatch wird Spargel sein. Lasst euch überraschen.